Hörverstehen 1. Campusfest. Aufgaben 1 bis 8. Sie sind auf dem Campus und hören ein Gespräch zwischen einem Studenten und einer Studentin. Sie hören dieses Gespräch einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 bis 8. Hören Sie nun den Text. Schreiben Sie beim Hören die Antworten auf die Fragen 1 bis 8. Notieren Sie Stichwörter. Thomas, da bist du ja. Du bist... Kennst du mich nicht mehr? Wir haben doch zusammen das Abitur gemacht, vor 3 Jahren. Ah, Nicole? Du bist Nicole? Ja, ich bin Nicole. Sag mal, was machst du hier? Ich möchte mich hier über die Fachrichtung Informatik informieren. Weißt du, ich habe eigentlich Anglizistik studiert. Die Fremdsprachen wie Englisch und Französisch kann ich doch selbst lernen und die Theorien von Linguistik finde ich nicht so interessant. Ich glaube, ich muss doch das Studienfach wechseln. Aber warum Informatik? Ich meine, die Unterschiede von Informatik und Anglistik sind doch ein bisschen groß. Ich habe in den Ferien Praktika in einigen Firmen gemacht. Die Computerkompetenzen sind sehr gefragt in fast allen Bereichen. Das ist wirklich eine Schlüsselqualifikation. Oh, gerade findet das Campusfest statt. Bist du auch da? Nein, noch nicht. Was gibt's dort? Viele Fakultäten haben eigene Stände. Du kannst dort die richtigen Berater finden. Die älteren Studenten sind normalerweise sehr nett und geduldig. Jeder kann irgendwelche Fragen stellen, wie zum Beispiel die Gestaltung der Studiengänge, die praxisnahen Veranstaltungen und über die Berufsaussichten. Ich bin doch unsicher. Wer hat so viele Fragen wie ich? Dann bin ich bei der Feier so peinlich. Keine Angst. Komm mit mir, ich zeig dir alles. Viele Leute haben doch ähnliche Fragen wie du, wie die Schüler, die noch nicht wissen, was sie in der Zukunft studieren sollen. Auch die Eltern begleiten ihre Kinder. Entspann dich. Es gibt auch viele interessante Sachen. Schau mal, die Puppe dort mit dem Horn. Was ist denn das? Das ist ein Roboter. Auf dem Fest wird der Roboter getestet. Man kann viele neue Funktionen kennenlernen. Alle wurden von Studenten selbst entworfen. Sehr interessant. Und was machen diese Studenten da? Ah, sie sind Kunststudenten. Ein Roboter sollte gut entworfen und auch verschönt werden. Bald bemalen sie die Roboter mit verschiedenen Farben. Wir Zuschauer können das noch beurteilen. Ich habe Hunger. Gibt es hier nur deutsches Essen? Würste? Brezeln? Nein, diesmal nicht. Ich habe schon auf dem Plakat gelesen. Verschiedene Studentengruppen kochen die Spezialitäten ihrer Länder. Ich habe schon großen Appetit. Und welche Aufführungen kann man besuchen? Ja, ein Rockkonzert, wie immer. Aber etwas Neues kommt auch. Die Veranstalter organisieren um 8 Uhr einen Luftgitarrenwettbewerb. Also, die Spieler haben keine Gitarre in der Hand, sie tun nur so, als ob sie spielen. Ich habe große Lust, und du? Ja, ich auch. Dann suche ich jetzt den Stand der Fakultät Informatik. Um 8 treffen wir uns bei der Bühne. Ja, abgemacht. Ich suche jetzt etwas Leckeres. Bis bald. Hörverstehen 2. Die Zukunft der Ingenieurinnen. Aufgaben 9 bis 18. Sie hören ein Interview mit 3 Gesprächsteilnehmern über die Aussichten der Ingenieurinnen. Sie hören dieses Interview einmal. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 bis 18. Hören Sie nun den Text. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussagen richtig oder falsch sind. Markieren Sie die passende Antwort. Ingenieurinnen sind in vielen Branchen längst keine Seltenheiten mehr. Werden sie so gleichberechtigt wie Männer in den Unternehmen behandelt? Über den Status wollen wir heute mit unseren 2 Gästen diskutieren.
Frau Schubert. Sie beschäftigen sich als Professorin an der TU München mit dem Thema Gender Studies in Ingenieurswissenschaften. Gelten die Berufsaussichten für Ingenieure als ebenso gut wie die für Ingenieurinnen? Stimmt. Bei den Maschinenbauern oder Elektrotechnikern gilt das uneingeschränkt. Für Frauen ebenso wie für Männer. Ein Unterschied liegt noch immer in der Bewerbungsdauer. Bei Frauen dauert es länger, ehe sie einen adäquaten Job gefunden haben. Wenn Frauen einen späteren Berufseinstieg bei der Bewerbung als Männer haben, bedeutet das, dass es Fachkräfte in Ingenieurberufen mehr als Stellenangebote gibt? Nein. Wir haben bei Ingenieuren seit Jahrzehnten einen Wechsel von Mangel und Überschuss. Die Unternehmen, die jetzt klagen, würden ihre Mitarbeiter gern aus einer Menge junger, qualifizierter Ingenieure auswählen können, statt älterer, arbeitsloser Ingenieure. Deshalb bieten die Unternehmen manchen Absolventinnen zuerst gute Einstiegsmöglichkeiten, zum Beispiel durch Praktika und Mentorenprogramme. Wie sieht die weitere Karriereentwicklung von Frauen und Männern aus? Welche Unterschiede stellen Sie fest? Zunächst das Gehalt. In den gleichen Berufen kommen Gehaltsunterschiede zwischen Frauen und Männern von bis zu 25% vor. Sogar noch stärker bei höheren Hierarchien. Die besondere Schwierigkeit für Frauen liegt darin, ihren Wert zu beziffern und für ihre Anerkennung zu kämpfen. Übrigens würde ich auch keiner Frau raten, nur wegen der besseren Karrieremöglichkeiten Ingenieurin zu werden. Die Arbeitslosigkeit unter Ingenieurinnen ist fast gleich wie die unter Frauen, die typische Frauenfächer studieren. Es muss Ingenieurinnen klar sein, dass gerade der Ingenieurberuf Talent und Leidenschaft erfordert. Bedeuten Kinder immer noch den Scheidepunkt? Häufig immer noch. Hier wären auch die Unternehmen in der Pflicht, sich um das Thema zu kümmern und Beratungskonzepte zu entwickeln. Obwohl manche großen Unternehmen sich hierbei als vorbildlich erweisen, Ingenieurinnen mit Kindern Teilzeitstellen anzubieten, stellen viele Firmen Müttern mit kleinen Kindern zurückhaltend ein. Ja, um die heutige Situation zu verstehen, sollten wir vielleicht auch tiefere Einblicke in die Geschichte gewinnen. Frau Dr. Reiter, Sie sind Professorin für Soziologie an der Technischen Universität Darmstadt. Was hält die Ingenieurin von einer erfolgreichen Laufbahn ab? Der Hauptgrund ist, dass viele Deutsche noch auf einer sehr traditionellen Sozialisation bestehen. Die Frauen haben hierzulande wenige moderne weibliche Vorbilder in technischen Berufen. Sie wollen eher die Lebensstile von ihren Müttern, ihren Großmüttern akzeptieren und nachahmen, während vor der Industrialisierung, also vor 1800, technische Berufe ganz klar eine Männerdomäne waren. Heute dagegen sollten sich Frauen grundsätzlich bewusst machen, sich Respekt zu verdienen, die Herausforderungen anzunehmen und um ihre Position zu festigen. Sonst haben sie weniger Gelegenheiten als Männer, in Führungspositionen einzutreten. Besonders in den Bereichen Maschinenbau und Elektrotechnik. Der zweite Faktor ist, wie die Studie vom HIS zeigt, dass tatsächlich manche Mädchen dem Arbeitsmarkt folgend technische Fächer studieren. Wer gegen seine Interessen studiert, wird in seinem Beruf nie richtig gut werden. Damit verschlechtern diese Ingenieurinnen ihre Chancen eher. Frau Schubert, wie sieht Ihrer Studie zufolge der Anteil der Ingenieurinnen in Zukunft aus? Der Anteil der Frauen in technischen Fächern wird nur sehr langsam steigen. Große Sprünge sind keine zu erwarten. Nur wenn Mädchen kontinuierlich dafür sensibilisiert werden, kann der Zuwachs beschleunigt werden. Positiv gesehen haben viele Unternehmen sich bemüht, mit anderen Unternehmen und mit den Gemeinden die Einrichtung von Krippen zu gestalten,
Diese soziale Unterstützung von Arbeitgebern kann noch mehr Frauen motivieren, sich für technische Berufe zu entscheiden. Hörverstehen 3. Multitasking. Aufgaben 19 bis 25. Sie hören ein Interview über das Thema Multitasking. Sie hören dieses Interview zweimal. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 19 bis 25. Hören Sie nun den Text ein erstes Mal. Beantworten Sie beim Hören die Fragen 19 bis 25 in Stichworten. Hannes Mandl als Medienexperte an der Universität Potsdam erforscht das sogenannte Multitasking, die Fähigkeit, mehrere Aufgaben nebeneinander erledigen zu können. Herr Mandl, woher stammt der Begriff Multitasking eigentlich? In der Computersprache kam er schon in den 60er Jahren auf. Er bezeichnet die Fähigkeit von Computern, mehrere Tasks gleichzeitig auszuführen, das heißt zu berechnen. Aber wenn man streng hinschaut, war es nicht wirklich Multitasking, nicht wirklich gleichzeitig, sondern im Grunde immer in schnellen Wechseln, also eins nach dem anderen. Es hat immer rotiert und jeder Task hat nacheinander eine kurze Aufmerksamkeit bekommen. Dann können Sie uns ein richtiges Beispiel für Multitasking geben? Viele Forscher betrachten das Orgelspiel, wie die Koordination der beiden Hände, die unterschiedliche Noten spielen, als Multitasking. Manche deutschen Organisten halten nicht nur beide Hände in Bewegung, sondern auch beide Füße an den Pedalen. Augen und Ohren werden beansprucht. Ein Organist bedient die zwei Manuale, die Tastaturen der Orgel sowie unzählige Knöpfe und schaut gleichzeitig auf die Noten. Außerdem konzentriert er sich darauf, seinen musikalischen Vortrag noch einem persönlichen Ausdruck zu verleihen. Man muss diese Vorgänge automatisieren. Es gibt einen Beruf, wo der beinahe parallele Ablauf mehrerer Prozesse neben dem fachlichen Können zum täglichen Brot gehört. Das Simultandolmetschen. Die Dolmetscherin oder der Dolmetscher muss Sätze des Redners aufnehmen, inhaltlich erkennen, übersetzen und die Übersetzung quasi im selben Moment auch schon wiedergeben. Es scheint ja wirklich so, dass Simultandolmetscher schon antworten, während sie etwas hören. Aber das sind hochtrainierte Experten. Expertise ist ein ganz großer Vorteil beim Multitasking. Man muss quasi etwas hören, etwas wahrnehmen, das verarbeiten, enkodieren, quasi eine Antwort generieren und im Moment, wo die Antwort gegeben wird, liegt quasi gar kein kognitiver Prozess mehr vor, sondern es ist einfach nur ein Aussprechen dessen, was übersetzt wird. Und die Kognition ist schon wieder bei dem Enkodieren dessen, was gehört wird. Heißt das, dass ein Dolmetscher die Verarbeitung des Gesagten allenfalls minimieren, nicht ausschalten kann? Es wäre mal interessant zu untersuchen, ob ein Dolmetscher direkt in dem Moment, wo er es übersetzt hat, nach mehreren Sätzen wirklich das Gesamtbild erfasst. Weil er auf jeden Satz reagiert und meines Erachtens nicht die Zeit hat, die Einzelinhalte zum Gesamtinhalt zusammenzufügen und tiefer zu verarbeiten, sodass er den Kontext versteht. Das wäre mal ein interessantes Experiment. Man wird, wenn man es so streng sagen will, ein Input-Output-Generator. Es ist vielleicht kein Zufall, dass Frauen eine besondere Fähigkeit für Multitasking zugeschrieben wird. Sie haben über die traditionelle Rolle im Haus und in der Familie ein besonderes Geschick im gleichzeitigen Umgang mit unterschiedlichen Problemen entwickelt. Ich denke nicht, dass das eine Geschlechterfrage ist. Viele Frauen befinden sich in Situationen, wo sie notgedrungen, wo sie quasi aus der Situation heraus zu Multitaskern werden. Viele Mütter beispielsweise haben ihr Kind auf dem Arm, kümmern sich um das Kind,
müssen das Kind beispielsweise gerade zudecken oder ihren Socken hochziehen und gleichzeitig etwas anderes machen. Das heißt, sie sind in Situationen, wo sie nicht anders können. Ich denke, der Geschlechterunterschied kommt daher zustande, dass Männer in den meisten Situationen noch mehr auf Einzelaufgabenexpertise gepresst werden. Doch beschränkt sich die Geschicklichkeit von Frauen im Multitasking bei Weitem nicht auf den häuslichen Bereich. Ich hatte eine Studie, innerhalb derer Versuchspersonen ein Navigationssystem bedienen mussten während dem Autofahren. Und manche Frauen waren verdammt gut. Und ich hatte auch abgefragt, wie häufig sie Handys benutzen, SMS schreiben, und es hat sich auch wirklich gezeigt, dass diese Versuchspersonen sehr schnell SMS schreiben, das teilweise auch blind tun. Und wenn man sich mit den Versuchspersonen unterhielt, konnten sie schnell Sachen automatisieren, wie zum Beispiel eine SMS schreiben, gleichzeitig zu gehen, sich mit anderen Leuten unterhalten. Vielleicht liegt es daran, dass Frauen eher in diese Richtung im sozialen Leben gedrängt werden und sich in solchen Situationen befinden, während sich Männer dann doch eher auf eine Sache konzentrieren wollen. Ich glaube aber nicht, dass es eine geschlechtsspezifische Sache ist. Ergänzen Sie jetzt Ihre Stichwörter. Sie hören jetzt den Text ein zweites Mal. Sie haben nun 10 Minuten Zeit, um Ihre Lösung auf das Antwortblatt zu übertragen. Hannes Mandl als Medienexperte an der Universität Potsdam erforscht das sogenannte Multitasking, die Fähigkeit, mehrere Aufgaben nebeneinander erledigen zu können. Herr Mandl, woher stammt der Begriff Multitasking eigentlich? In der Computersprache kam er schon in den 60er Jahren auf. Er bezeichnet die Fähigkeit von Computern, mehrere Tasks gleichzeitig auszuführen, das heißt zu berechnen. Aber wenn man streng hinschaut, war es nicht wirklich Multitasking, nicht wirklich gleichzeitig, sondern im Grunde immer in schnellen Wechseln, also eins nach dem anderen. Es hat immer rotiert und jeder Task hat nacheinander eine kurze Aufmerksamkeit bekommen. Dann können Sie uns ein richtiges Beispiel für Multitasking geben? Viele Forscher betrachten das Orgelspiel, wie die Koordination der beiden Hände, die unterschiedliche Noten spielen, als Multitasking. Manche deutschen Organisten halten nicht nur beide Hände in Bewegung, sondern auch beide Füße an den Pedalen. Augen und Ohren werden beansprucht. Ein Organist bedient die zwei Manuale, die Tastaturen der Orgel sowie unzählige Knöpfe und schaut gleichzeitig auf die Noten. Außerdem konzentriert er sich darauf, seinen musikalischen Vortrag noch einem persönlichen Ausdruck zu verleihen. Man muss diese Vorgänge automatisieren. Es gibt einen Beruf, wo der beinahe parallele Ablauf mehrerer Prozesse neben dem fachlichen Können zum täglichen Brot gehört. Das Simultandolmetschen. Die Dolmetscherin oder der Dolmetscher muss Sätze des Redners aufnehmen, inhaltlich erkennen, übersetzen und die Übersetzung quasi im selben Moment auch schon wiedergeben. Es scheint ja wirklich so, dass Simultandolmetscher schon antworten, während sie etwas hören. Aber das sind hochtrainierte Experten. Expertise ist ein ganz großer Vorteil beim Multitasking. Man muss quasi etwas hören, etwas wahrnehmen, das verarbeiten, enkodieren, quasi eine Antwort generieren und in dem Moment, wo die Antwort gegeben wird, liegt quasi gar kein kognitiver Prozess mehr vor, sondern es ist einfach nur ein Aussprechen dessen, was übersetzt wird. Und die Kognition ist schon wieder bei dem Enkodieren dessen, was gehört wird. Heißt das, dass ein Dolmetscher die Verarbeitung des Gesagten allenfalls minimieren, nicht ausschalten kann?
Es wäre mal interessant zu untersuchen, ob ein Dolmetscher direkt in dem Moment, wo er es übersetzt hat, nach mehreren Sätzen wirklich das Gesamtbild erfasst, weil er auf jeden Satz reagiert und meines Erachtens nicht die Zeit hat, die Einzelinhalte zum Gesamtinhalt zusammenzufügen und tiefer zu verarbeiten, sodass er den Kontext versteht. Das wäre mal ein interessantes Experiment. Man wird, wenn man es so streng sagen will, ein Input-Output-Generator. Es ist vielleicht kein Zufall, dass Frauen eine besondere Fähigkeit für Multitasking zugeschrieben wird. Sie haben über die traditionelle Rolle im Haus und in der Familie ein besonderes Geschick im gleichzeitigen Umgang mit unterschiedlichen Problemen entwickelt. Ich denke nicht, dass das eine Geschlechterfrage ist. Viele Frauen befinden sich in Situationen, wo sie quasi aus der Situation heraus zu Multitaskern werden. Viele Mütter beispielsweise haben ihr Kind auf dem Arm, kümmern sich um das Kind, müssen das Kind beispielsweise gerade zudecken oder ihnen Socken hochziehen und gleichzeitig etwas anderes machen. Das heißt, sie sind in Situationen, wo sie nicht anders können. Ich denke, der Geschlechterunterschied kommt daher zustande, dass Männer in den meisten Situationen noch mehr auf Einzelaufgabenexpertise gepresst werden. Doch beschränkt sich die Geschicklichkeit von Frauen im Multitasking bei Weitem nicht auf den häuslichen Bereich. Ich hatte eine Studie, innerhalb derer Versuchspersonen ein Navigationssystem bedienen mussten während dem Autofahren. Und manche Frauen waren verdammt gut. Und ich hatte auch abgefragt, wie häufig sie Handys benutzen, SMS schreiben, und es hat sich auch wirklich gezeigt, dass diese Versuchspersonen sehr schnell SMS schreiben, das teilweise auch blind tun. Und wenn man sich mit den Versuchspersonen unterhielt, konnten sie schnell Sachen automatisieren, wie zum Beispiel eine SMS schreiben, gleichzeitig zu gehen, sich mit anderen Leuten unterhalten. Vielleicht liegt es daran, dass Frauen eher in diese Richtung im sozialen Leben gedrängt werden und sich in solchen Situationen befinden, während sich Männer dann doch eher auf eine Sache konzentrieren wollen. Ich glaube aber nicht, dass es eine geschlechtsspezifische Sache ist. Mündlicher Ausdruck. Aufgabe 1. Ihre Universität organisiert einen Wettbewerb von Roboterspielen. Sie interessieren sich dafür und möchten sich anmelden. Deshalb rufen Sie bei der Ingenieurfachschaft an. Stellen Sie sich vor, sagen Sie, warum Sie anrufen, fragen Sie nach Einzelheiten. Ingenieurfachschaft Stein. Aufgabe 2. Sie und Ihr Freund Hans sprechen über die Computernutzung in Ihrer Heimat. Hans interessiert sich dafür. Sagen Sie Hans, ob die Jugendlichen in Ihrem Heimatland auch Tablet-Computer benutzen, wie oft sie SMS schreiben, ob diese elektronischen Kontakte die alltägliche Kommunikation fördern oder verhindern könnten.
Sag mal, wie benutzt man Computer in deiner Heimat? Aufgabe 3. In Ihrem Seminar sprechen Sie über die neue Technik von Ernährungsverarbeitung. Ihre Seminarleiterin, Frau Dr. Müller, hat zwei Grafiken mitgebracht, die die Verarbeitung von genveränderten Lebensmitteln zeigen. Frau Müller bittet Sie, die Grafiken zu beschreiben. Erklären Sie den anderen Kursteilnehmern zunächst den Aufbau der Grafik. Fassen Sie dann die Informationen der Grafiken zusammen. Beschreiben Sie bitte die zwei Grafiken. Aufgabe 4. Zurzeit haben viele Studenten die Online-Muster von wissenschaftlichen Arbeiten kopiert und eigene Namen darauf geschrieben. Dieses Verhalten sollte bestraft werden. Aber wie kann man dagegen kämpfen? Sie möchten sich zu den betreffenden Maßnahmen äußern. Der Diskussionsleiter, Professor Max, erteilt Ihnen das Wort. Sprechen Sie darüber, wie man das Abschreiben der wissenschaftlichen Arbeiten verhindern sollte. Wägen Sie die Vorteile und Nachteile einiger Maßnahmen ab. Begründen Sie die geeigneten Maßnahmen.
Was meinen Sie zu diesem Vorschlag? Aufgabe 5. Ihre Freundin Julia möchte an einem Wettbewerb für Kunstdesign teilnehmen. Sie kann entweder mit Pinseln malen, aber das dauert vielleicht einige Monate. Oder sie darf auch durch eine Software die Grafik entwerfen. Nur ist sie damit noch nicht gut vertraut. Julia fragt sie, welche Weise besser ist. Sagen Sie Julia, welchen Rat Sie ihr geben. Wägen Sie die Vorteile und Nachteile der beiden Möglichkeiten ab. Begründen Sie Ihre Meinung. Was meinst du? Soll ich mit Pinseln malen oder eine neue Software für Design beherrschen?
Aufgabe 6. In Ihrem Seminar geht es heute um das Thema Energieverbrauch in Deutschland. Ihre Seminarleiterin, Frau Dr. Seipel, hat dazu eine Grafik ausgeteilt, die die Veränderungen von Energieverbrauch in drei Sektoren zeigt. Im Seminar diskutieren Sie über die Gründe der Entwicklung. Frau Dr. Seipelt bittet Sie, Ihre Überlegungen vorzutragen. Nennen Sie möglichst Gründe der dargestellten Entwicklung. Stellen Sie dar, welche weitere Entwicklung Sie für die Zukunft erwarten. Verwenden Sie dabei die Informationen der Grafik. Können Sie über die Veränderung von Energieverbrauch in Deutschland etwas vortragen?
Aufgabe 7. Ihr Freund Ole möchte sich um einen Arbeitsplatz bewerben. Er hat viele Bewerbungsunterlagen vorbereitet, aber weiß nicht, ob er diese Materialien per E-Mail oder per Post schicken sollte. Sagen Sie Ole, was Sie an seiner Stelle tun würden. Begründen Sie Ihre Meinung. Sag mal, wie soll ich die Bewerbungsunterlagen schicken? Per E-Mail oder per Post? Lösungsvorschlag. Aufgabe 1. Ingenieurfachschaft Stein. Guten Tag, Frau Stein. Ich heiße und bin ein Student an der Uni. Ich habe schon das Plakat über den Wettbewerb von Roboterspielen gelesen und möchte daran teilnehmen. Deshalb rufe ich Sie an. Könnten Sie mir sagen, ob ich mich als Einzelteilnehmer anmelden darf oder ich und andere Mitglieder als Gruppe teilnehmen können. Ich möchte auch gerne wissen, welche Roboter geregelt werden. Also bieten Sie auch die standardmäßigen Roboter. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Aufgabe 2. Sag mal, wie benutzt man Computer in deiner Heimat? Ja, Hans, Computer und Laptop sind auch sehr üblich in meiner Heimat. Das ist sehr ähnlich wie in Deutschland. Weißt du, es gibt schon große Veränderungen zu früher. Jetzt benutzen die Jugendlichen gerne Tablet-Computer wie iPad oder Handys. Diese Geräte bieten viele Funktionen wie PCs. Ich kann dir noch sagen, dass SMS nicht mehr üblich in meiner Heimat sind.
Wir haben eine andere Art, WeChat. Das ist kostenlos. Wir können dadurch etwas miteinander schreiben und sprechen. Man kann sogar durch die Plattform WeChat bezahlen. Aber ich glaube, so viele elektronische Kontakte haben nicht immer positive Einflüsse auf menschliche Kontakte. Wir haben sehr häufige Kommunikation, aber die engen Kontakte sollen doch beim persönlichen Besuch passieren. Aufgabe 3. Beschreiben Sie bitte die zwei Grafiken. Die zwei vorliegenden Grafiken zeigen die Verbreitung von genveränderten Lebensmitteln in Deutschland. Die obere Grafik informiert über die Veränderung der Anteile von genveränderten Nahrungsmitteln im Zeitraum von 1997 bis 2009. Die Anteile von genveränderten Lebensmitteln entsprechen einer deutlichen Zunahme von 3% auf 18%, also schon versechsfacht. Aber der Fall in der unteren Grafik ist ganz anders. Bei diesem Kreisdiagramm geht es um das Ergebnis einer Umfrage. Möchten Sie mehr genveränderte Lebensmittel? Hier werden 4 Antworten aufgelistet, nämlich ja, nein, eher nicht, vielleicht. Auffallend sind die Gegner viel mehr als die Befürworter. Das heißt, die Anteile von Antworten nein und eher nicht tragen zusammen den absoluten Hauptteil, jeweils mit 40% und 33%. Nur ein sehr kleiner Teil entfällt auf die Antworten ja mit 7%. Noch 20% der Befragten beantworten vielleicht. Zusammenfassend kann man sagen, dass trotz der erheblichen Zunahme von genveränderten Lebensmitteln die meisten Deutschen dagegen sind. Aufgabe 4. Was meinen Sie zu diesem Vorschlag? Das Verhalten muss man bestrafen. Das heißt, man darf nicht die Arbeiten kopieren. Gegen dieses Verhalten sollte man durch einige Maßnahmen kämpfen. Die erste Maßnahme ist, dass die Hochschulen die Regeln vorschreiben sollten, dass alle Studenten die Muster online nicht kopieren dürfen. Sonst muss man das Studium abbrechen. Der Vorteil ist, das ist eine Warnung vor dem falschen Verhalten. Alle Studenten müssen die Schäden erkennen. Nachteilig kann man dieses Verhalten nicht vorbeugen. Manche Studenten könnten doch den Fehler nochmal machen, wenn sie zu faul sind. Die zweite Maßnahme ist vielleicht effizienter. Die Professoren können durch einige Softwaren die kopierten Arbeiten ausscheiden lassen. Durch technische Maßnahmen kann man alle Studenten häufig ermahnen, dass sie die Verfassung der wissenschaftlichen Arbeiten ernst nehmen sollen. Aber das erschwert die Verwaltung und den Arbeitsaufwand der Professoren steigt auch. Nach meiner Meinung sollten die Unis und Tutoren die Studenten richtig leiten, wie sie die wissenschaftlichen Arbeiten schreiben sollen. Wenn Studenten die Verfahren beherrschen, dann gibt es keine Kopien von diesen Arbeiten. Aufgabe 5. Was meinst du? Soll ich mit Pinseln malen oder eine neue Software für Design beherrschen? Ja, Julia. An deiner Stelle würde ich unbedingt diese Software für Design erlernen. Ich kann mir vorstellen, wie wichtig diese Computerkompetenz für die Zukunft ist. Weißt du, auf dem Bildschirm kannst du alle Dimensionen darstellen. Andere Leute können alle Einzelheiten nach den Ansprüchen beobachten. Das heißt, durch die Software kannst du deine Begabung richtig zeigen. Ja, ich weiß, für diese Software musst du Zeit aufwenden. Dann hast du weniger Zeit für den Wettbewerb. Und wenn du deine Werke mit Pinseln malst, bist du mit allen Tricks vertraut. Du kannst deine Stärken entfalten. Aber hast du gedacht, wenn die meisten Teilnehmer ein digitales Werk abgeben, dann hast du vielleicht keine Chance zu gewinnen. Deshalb möchte ich dir raten, zuerst die neue Technik zu lernen und die Software zu nutzen. Das ist sehr wichtig für deine Zukunft. Aufgabe 6.
Können Sie über die Veränderung von Energieverbrauch in Deutschland etwas vortragen? Ja, gerne. Bei meinem Vortrag geht es um das Thema Energieverbrauch in Deutschland. Dazu zeigt die vorliegende Grafik unterschiedliche Veränderungen beim Energieverbrauch in drei Sektoren, nämlich Industrie, Haushalt und Dienstleistung, Auto. Die Daten von Industrie entsprechen der Abnahme von 45% auf 20%, dagegen bei Auto einer Zunahme von 10% auf 30%. Die Zahl im Sektor Haushalt und Dienstleistung steigt zuerst von 25% auf 35%, aber seit 1985 ist sie fast unverändert. Wegen der knappen Zeit kann ich nur die Gründe vom veränderten Energieverbrauch bei Autofahrern erläutern. Erstens. Früher im Jahr 1960 hatten viele Deutsche noch nicht einen solchen Lebensstil, irgendwohin mit den PKWs zu fahren. Meistens wählten Leute eher öffentliche Verkehrsmittel. Deshalb, wie die Grafik zeigt, war der Anteil von Auto beim Energieverbrauch viel niedriger, nur 10%. Viel niedriger als die Anteile von Industrie und Haushalte. Zweitens. Im Zeitverlauf ist das Autofahren die hauptsächliche Abfahrtsweise der Deutschen. Deutschland gilt seitdem als ein Autoland. Viele deutsche Familien haben 2, sogar 3 Autos. Sogar jedes Familienmitglied fährt ein eigenes Auto. Je häufiger man PKWs benutzt, desto höher ist der Energieverbrauch. Wenn immer mehr Fabriken von deutscher Industrie ins Ausland ausgelagert werden, steigt die Anzahl von Autofahrern im Gesamtenergieverbrauch auf 30%, schon verdreifacht. Ich nehme an, dass zu viel Autofahren immer mehr Energieverbrauch zur Folge hat. Das verursacht Umweltbelastungen. Deshalb sollten viele Deutsche das Umweltbewusstsein erwecken und ihre Lebensstile verändern. Wenn man gute Buslinien gestaltet und mit dem Bus noch schneller als mit PKWs fahren kann, kann die Autonutzung reduziert werden. Aufgabe 7. Sag mal, wie soll ich die Bewerbungsunterlagen schicken? Per E-Mail oder per Post? Ja, Ole, ich glaube, E-Mail ist nicht ein richtiger Weg, die Bewerbungsunterlagen zu senden. Du weißt doch, die Bewerbungsunterlagen enthalten viele wichtige Zeugnisse. Die kannst du nur einscannen und alle Dateien als Anhang schicken. Dann würden diese Sachen vielleicht als Spam abgelehnt. Die Empfänger könnten deine Bewerbungsunterlagen gar nicht erhalten. Natürlich weiß ich, wenn alles klappt, dann sind E-Mails viel schneller als Post. Außerdem kannst du Geld für Post sparen. Aber hast du daran gedacht, dass das Risiko per E-Mail größer als per Post ist? Deshalb möchte ich dir raten, am besten die Bewerbungsunterlagen per Post zu schicken. Obwohl die Post längere Zeit dauert, kannst du sowieso den Postweg im Internet recherchieren. Das ist viel sicherer, damit die Empfänger deine Zeugnisse erhalten. Stell dir vor, dass die Originale der Bewerbungsunterlagen auch tieferen Eindruck hinterlassen können. Dann hast du die größere Chance, den Arbeitsplatz zu bekommen.